So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und nachdem jetzt Update 2 auch raus ist, müssen wir natürlich nochmal aus dem Menü starten. Wait, what? Aber ich habe doch gerade schon. Muss ich neben dem Spiel auch noch das System updaten? What? Kein Signal. Hat er jetzt schon? Hä? Oh. Okay. Das war interessant. Dann hoffe ich aber, dass es jetzt nicht durch das Neuladen asynchron geworden ist. Weil gerade eben die Testaufnahme hat gepasst. Oh no. Wir probieren es. Wenn der Part asynchron ist, sorry. Das müsste eigentlich passen, ne? Oh, es gibt tatsächlich eine neue Art Intro. Ho! Ich meine, ich weiß ja, dass es das Power-Up gibt. Aber cool, das haben sie sogar eingebaut. Also Super Mario Maker 2, Update 2. Ne? Ja, das ist nicht neu. Aber da unten steht jetzt Version 2.00. 0. 0. 0. Okay. Im Abenteuermodus dürfte es nichts Neues geben. Was ich jetzt als allererstes mal. Also das ist nichts Neues. Ja. Ja. Ja, genau, das möchte ich auch als erstes machen. Hier kommen die Ninja-Speedruns. Wetteifere mit Baumeistern aus der ganzen Welt um den Weltrekord. Außerdem kannst du neue Baumeisterkleidung erhalten, wenn du während eines Events Level abschließt und Stempel sammelst. Das heißt, da muss man immer wieder spielen, weil das ist wieder so eine Geschichte, die immer nur ein paar Tage da ist. Was immer ein bisschen blöd ist, finde ich. Aber gut, so ist es halt. Es ist jetzt, glaube ich, auch nur ein Level, ne? Nämlich rollende Schneebälle. Was ist das? Stempelkarte? Ach du Grüne. Also 20 Level spielen praktisch. Da wird jetzt über die Wochen immer wieder neues Level eingestellt. Und dann kriegt man Stempel. Ja? Okay, alles klar. Gut. Dann gucken wir uns das Level erstmal an. Ich habe es schon ein paar Mal in so Videos gesehen. Weil jetzt natürlich jeder, also DGA und Ryuka und so weiter, alle spielen das gerade und haben dann natürlich auch entsprechend die Neuerungen gezeigt. Was ich schon interessant finde, ist, dass man auf Pokés springen kann. Ich glaube aber, das ist nur im Winter so. Geht das bei normalen Pokés auch? Das weiß ich gerade nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber auch interessant zu sehen, dass da immer eine Kugel übrig bleibt, wenn man die Pokés angreift. So. Das ist jetzt natürlich gerade nicht schnell, das ist mir schon bewusst. Wir gucken ja auch gerade nur. Rolle, 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 rolle. Denn den Vergleich mit den Inchis kriegen wir sowieso erst, wenn wir einmal das Level abgeschlossen haben. Was wir somit haben. Oh yeah. So, und jetzt dürften wir die Ninjis bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal gucken, ob das überhaupt jetzt mit dem Internet hier funktioniert, weil er ja die Ninjis reinladen muss. Keine Ahnung. Ich bin spontan auf dem, möchte ich gar nicht aussprechen, Platz. Ja, okay, jetzt kannst du gegen Ninja-Geister antreten. Die Anzahl der Ninja kannst du im Pausenmenü einstellen. Okay. Ach so, wenn die dann zu sehr stören. Okay, sie sind einfach schon da. Was man jetzt schon mal feststellt, ich bin dumm. Ah. Das ist schon mal das Erste, was man feststellt. Die Ninjis, die wir jetzt im Moment hier sehen, sind sozusagen die Ninjis in dem Bereich, wo ich gerade gespielt habe, auch. Das heißt, die sind noch nicht gut.
Ne? Das sind jetzt nicht die, die auch erster Platz geworden sind, sondern man sieht immer nur den Bereich, in dem man sich halt gerade selber aufhält. So in etwa habe ich das bisher zumindest verstanden. Ich würde gerne einen Platz erreichen. Ungefähr, weiß ich nicht. Oh nein, das war so eine gute Route und jetzt habe ich es versaut. Oh nein, das war so ein schöner Anfang. Mist. Ja, ich würde gerne was erreichen. Sagen wir mal, unter 5000, ist das realistisch? Ich habe keine Ahnung, wie viele gute das gespielt haben. Aber ich glaube, unter 5000 sollte man kommen. Wir schauen einfach mal, ne? Jetzt habe ich schon wieder Quatsch gemacht. Ach Mensch. Ach Mensch, jetzt habe ich den da angestoßen. Jetzt renne ich da rein. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, aber ich glaube, obenrum ist ein ganz guter Weg. So ganz spontan. Ah, nein! Aber ich glaube, es gibt auch andere gute Wege. Also so, wenn ich mir das so angucke. Das war jetzt auf jeden Fall schlecht, weil jetzt muss ich da hin und her. Na, ich sterbe sowieso einmal. Aber. Ja, so an sich ist der Weg hier, glaube ich, gar nicht so. Oh, Mist. Gar nicht so dumm, weil da sind nicht so viele Pokies. Bei den Pokies muss ich mich doch ganz schön zusammenreißen. Nicht in einen reinzurennen. Deswegen renne ich auch ständig in einen. Ey, wieso hast du den nicht mitgenommen? Gut, wir gehen wieder hoch. So, jetzt gehen wir aber so hoch. Und dann gehe ich einfach über den drüber. Und dann gehe ich einfach über den drüber und über den drüber. Oh boy, oh boy, oh Mist. Okay, das ist gar nicht so simpel, einen ordentlichen Weg hier zu finden, der konstant funktioniert. Nein! Aber mir scheint, ich bin schneller im Laufen. Nein! Oh nee, jetzt habe ich da Zeit verloren. Das, oh Gott, ich hätte die Kugel mitnehmen müssen, ne? Komme ich da an dem Poké vorbei? Ja. Okay, da kann ich also eigentlich einfach durch dann. So, welchen Platz haben wir jetzt? Das ist noch bei weitem keine gute Zeit gewesen. Das weiß ich auch. Aber mich interessiert natürlich trotzdem, welchen Platz wir jetzt haben. Ach so, jetzt dauert es länger, weil er jetzt erst die Zeit wahrscheinlich hochladen muss. Ah ja, okay. Wo landen wir? 70.750. Platz. Das ist noch weit nicht unter 5000. Okay, unter 5000 wird schwer. Scheibenhonig. Oha. Aber jetzt kriegen wir die Ninjis, die in diesem Bereich spielen. Die verfolgen uns jetzt schon eher, ne? Also, die sind jetzt schon eher passend für uns. Was tue ich denn? Aber man sieht auch, viele gehen tatsächlich oben rum. Nämlich genau so. Na, so nicht. Ich bin vorhin irgendwo da in der Slope hängen geblieben, ne? Ich weiß schon. Aber geht untenrum, geht es auch? Gibt es untenrum auch einen guten Weg vielleicht? Aber ich habe im Moment das Gefühl, ich will den obenrum gehen. Ja. Deswegen, ich will den Weg obenrum gehen und gehe ihn einfach nicht. Das ist okay. Ja, aber auf jeden Fall keine Zeit, mir hier ein Power-Up zu holen. Das ist schon mal ganz glasklar. Ich bin einfach nicht gut. So, zack, zack. Okay, jetzt bin ich da hängen geblieben. Das hat irgendwas hat nicht funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber ist okay. Das war nicht okay. Das war nicht okay. Das war Quatsch. Plopp. Ey, wieso ist er jetzt nicht auf die Kugel? Na. So werde ich jetzt auf keinen Fall eine bessere Zeit. Oh nein! Ach, ich könnte ja runterrutschen. Warte mal. Ich mache dann eine Stampfattacke und rutsche dann runter. Ich glaube, das ist eine. Toll. Ich glaube, das ist eine Idee. Toll. Ah, aua. Voll ins Gesicht. Ah, jetzt muss ich aber dann hier rum. Ich bin viel zu langsam gerade.
Cool. Aber wenn ich da unten bin, ist eigentlich vorbei. Also da kann ich nicht ordentlich durch. Ich muss schon oben rum. Wenn ich nicht oben... Oh. Wenn ich nicht oben rum gehe, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Nein! Entschuldigung, wir scannen. Das liegt nicht an Update 2. Oh, das ist gut. Das ist so ein Dings. Nein, das reicht nicht. Okay, das macht Ärger, wenn man das macht. Das ist nicht gut. Aber es ist gut zu wissen, dass das nicht immer funktioniert. Oh, das läuft gerade viel zu gut. Oh, das läuft gerade viel, viel, viel zu gut. Holy shit, das lief gerade viel zu gut. Besser als das werde ich nicht mehr. Wenn das jetzt nicht unter 5000 ist, kriege ich das nicht hin. Also ja, nur mein selbst gestecktes Ziel. Ich weiß ja nicht, ne, wie viel da so gut sind. Aber das war jetzt 4 Sekunden besser als das gerade eben. Und es war relativ smooth. Also besser wird es nicht mehr bei mir. Ich spiele es jetzt auch nicht nochmal. Das reicht mir. Das ist in Ordnung. Okay. Wir bleiben beim 28.495. Platz. Geht in Ordnung. Nehme ich. Besser wird es nicht. Oh mein Gott. Yay. Und da ist die erste Mütze. Also ab dem 4. Stempel kriegen wir dann das nächste Kleidungsstück, was ich nie anziehen werde, aber haben möchte. Cool. Gut. Dann war es das, das. War das, das. Mehr haben wir nicht. Okay. Also was die Ninja-Speedruns angeht. Ich habe gesehen, es gibt ein Zelda-Level bei den Beliebt und das spielt, glaube ich, auch so gut wie jeder am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch das Level schon gesehen haben, aber ich möchte es auf jeden Fall, ja, da ist es. Ich möchte es auf jeden Fall auch spielen, weil es einfach genau das ist, was man sich vorstellt, wenn man an einen Mario denkt im Zelda-Stil. Und oder umgekehrt, ein Zelda im Mario-Stil. Genau das stellt man sich vor. Das gibt euch dieses Level, es ist großartig. Ich kenne es halt leider schon, ja. Ich spiele es jetzt halt einfach nur. Die Sache ist die, das Zelda-Schwert, das Master-Schwert, gibt es nur in Super Mario Bros. Modus. In einem anderen Modus gibt es das nicht. Und wir können alles, was so ein Link halt auch kann. Dann Pfeile schießen. In alle möglichen Richtungen. Wir können mit dem Schwert umgehen. Irgendwie kann man auch dashen. Ich weiß noch nicht wie. Irgendwie kann man auch sein Schwert zücken. Achso, nach unten drücken. Wie dash ich? Wie aktiviere ich meine Pegasus-Stiefel? Irgendwie muss ich dashen können. Die Musik, ey. Voll cool. Aber ich weiß nicht, wie. Na, wir kriegen es ja erklärt. Jetzt erstmal das Y. Ist das Schwert. Yay, wir haben neue Musik. Nämlich Zelda. Das ist der Dash, klar. Also der Dash nach unten. Aber irgendwie geht auch noch der Dash nach drüben. Aber wir kriegen es dann erklärt, wenn wir dort sind. Das war ja smart. Nach unten und Y. Ah, so geht der Dash. Alles klar. Sehr cool. Ah, die Musik, ne? Aber die haben sie, glaube ich, hier selber jetzt mit Notenblöcken eingebaut. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war nicht... Ich glaube, kein Soundeffekt, den man einbauen kann. Ich weiß es nicht. Weil das sind so Sachen oben weggeflogen. Und jetzt haben wir hier... unterschiedlichste Challenge-Räume. Und einen Geheimraum. Nicer Geheimraum. So. Und die Challenge-Räume müssen wir abschließen, damit wir weiterkommen. LR ist jetzt der Bogen. Das ist jetzt so das Bogen-Tutorial.
gut. Das finde ich auch schon ziemlich cool. Was alles so... was wollte ich sagen? Was alles so... Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Sorry. Yay! Ich denke, man sieht schon, was da für eine Figur rauskommt. So, damit haben wir den ersten, das erste Ding gemacht. Jetzt ist jetzt was zum Schild. Mit dem ist sogar Swamps. Oh. Mit dem wir sogar Swamps nicht zerstören können, aber... Ja, zerstören kann man ihn nicht. Nur abwehren kann man ihn. Aber das ist ja auch schon cool. Und hier wahrscheinlich genauso. Ah, die schicke ich aber sogar zurück in dem Fall. Okay. Yo. Yo. Da räumt aber einer ab. Okay. So, jetzt geht hier das nächste Zeug kaputt. Plopp. Das war zu viel des Guten. Eins haben wir noch. Die Bomben selbst. Ach, nach oben muss ich drücken, ne? Nicht sofort werfen. Oh, auch interessant, man kann den... Oh. Jetzt haben wir's. Eieiei. Ach so. So. So machen wir das. Anders. So, was haben wir jetzt hier? Achso, Bomben. Es geht ja um Bomben. Nein! Das dauert zu lange so. Ich sag, das dauert zu lange so. Go! Achso, dann muss ich das rumdrehen. Okay, nice. Hat ja schon funktioniert. Sehr schön. Und jetzt bauen wir das natürlich. Bam! Das Dreifachs und haben den Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob noch ein Bosskampf kam. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war dann zu Ende. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das sieht schon auch cool aus. Ach ja, es kam doch noch ein Bosskampf. Okay, ich muss mal gucken, wie viel Bomben der so aushält. Oh, ich kann den runterstoßen. Lol, ich wollte schon sagen, hä, der geht nicht kaputt, aber okay. Wer hätte das auch mit und off lösen können? Habt ihr vielleicht gesehen? Und... Yay. Ja, ich rede heute ziemlich verrisst. Ich bin ein bisschen müde, muss ich gestehen. Ich habe die letzte Nacht fast durchgemacht, um zu korrigieren. Eine Schulaufgabe. Und... Ja, jetzt bin ich ein bisschen darb gerade, habe ich so das Gefühl. Okay, guck mal, da ist noch ein Zelda-Level. Jetzt kommen natürlich die ganzen Zelda-Level aus dem Dings raus. Ne? Jetzt gibt es hier natürlich massig Zelda-Level. Two Heroes. Wahrscheinlich gibt es einen Abschnitt mit Mario und es gibt einen Abschnitt mit Mario. Nein, ich kann auswählen, ob ich Mario will. Oh! Natürlich spielen wir Link.
Ist ja wohl glasklar. Da, da, da. Oh, das andere wäre dann die blöde Blume da gewesen. Keiner will diese blöde Blume. Wenn er Link haben kann. Nice. Keiner will, na, jetzt ernsthaft, keiner will diese Blume, wenn er Link haben kann. WTF? Hä, was willst du von mir? Na, so nicht. Na, hör! Ich muss das halten irgendwie, dass ich dann darüber... Aber das kann es ja auch nicht sein. Ach so, ich... ich war irgendwie überzeugt, dass da unten irgendwas ist, weil das so ein Pfeil ist. Aber das ist einfach nur so da. Und sagt Hi. Ich bin hier. Aber du nicht. So. Okay. Dann kommen wir direkt zum nächsten. Muss ich das jetzt so lange machen, bis keiner mehr kommt, oder was? Oh nein, go! Nein! Nein! Und go! Ah! Das gibt's doch nicht! Ich komm nicht. Okay, muss ich das mit der Bombe machen? Ja. Ach so. Au. Okay, der macht einfach Quatsch. Wait, ich muss aber irgendwo den drücken. Hä? Kann ich ihn irgendwie killen? Ah. Und jetzt werde ich... Jetzt werde ich dann doch Mario am Schluss, okay. Change. Nein, ich will aber nicht Mario sein. Will ich wirklich nicht. Schwöre. Okay. Ach so, jetzt spielen wir das gleiche. Das heißt, hä, dann wäre es doch egal gewesen, ob ich am Anfang Link oder Mario wähle, wenn ich eh beide mal werde. Und das raffe ich jetzt schon wieder nicht, ne? Dann ist es doch egal, was ich am Anfang wähle, wenn ich eh beide spielen muss. Macht doch gar keinen Unterschied. Oh, ich mag diese Kugel halt echt nicht. Aber das funktioniert jetzt zumindest besser. Und jetzt kann ich hier wieder. Aber wie gesagt, dann hätte ich eigentlich das nicht am Anfang wählen dürfen, weil dann ist es ja eh egal, was man spielt. Boss. Warum muss es denn noch einen Boss geben? Oh, what? Ja, aber wo ist denn mein... Oh. Ich brauche irgendwo her. Ach so, da läuft die Plattform. Jetzt sehe ich die erst. Das heißt, ich muss den auf die Plattform schießen, wenn die Plattform in der Nähe ist. Hä, und jetzt? Hä? Ich check's gerade nicht, was ich tun soll. Bin ich dumm? Bin ich so müde, dass ich es nicht verstehe?
Da hinten ist ja Eis. Das heißt, ich muss... Ich muss durch das Eis mit der Sch... Hä? Leute, bin ich so blöd? Oh, warte. Nee. Hier kriege ich auch keinen Pfeil durch, dann bricht der ab. So, jetzt fällt die da rüber, aber dann fällt die ja einfach runter. Die löst ja den Pau nicht aus, so. Wie soll sie auch den Pau so auslösen, ne? Das ist ja kompletter Quatsch. Hä, was soll ich tun? Guck mal, dann fährt er da so hin und her. Ach, warte, ich bin nur... Ich muss dich hier schon zurückschicken, ne? Ja, so nicht. Aber so krieg ich den auch nicht mehr. Nein, da muss eine Bombe durch. Ich bin dumm. Oh mein Gott, bin ich blöd. Wir schließen natürlich mit Link ab. Was für eine Frage. Yay. Das war ein cooles Level, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Das war ein richtig cooles Level. Aber ist ja auch bei den Beliebtheitsleveln nicht grundlos, möchte man sagen. Nicht grundlos. So. Bogenschießen üben. Na komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal und dann hören wir auf. Ich sehe schon, wir sind bei 27 Stunden. Das ist ganz schön lang. So, zack. Nice. Oh, das ist voll cool. Genauso stelle ich mir das vor. Das ist halt echt cool. Zack. Ah, wait, so rum. Plopp. Damit kann man so viel Scheiß machen, ne? Das ist unglaublich. Ach so, ich muss das timen. Okay, das ist easy. Wie gesagt. Hä? Ah, ich dachte schon, hä? Aber hat funktioniert. Na. Ah, das gleiche nochmal. Nur diesmal von unten. Das wäre hervorragend. Jetzt. Nice. Checkpoint. Jetzt kannst du wieder selber drücken. Aber es ist halt irgendwie immer wieder das Gleiche, ne? Man hat ja irgendwann... Oh boy! Es ist doch nicht immer das Gleiche. Plötzlich steht man unter Zeitdruck. Okay. Ah, da kommt sie. Aber ich bin schneller. So, jetzt soll ich mal durchfahren. So. Jetzt habe ich doch Ruhe. Wobei, kann ich jetzt nicht auf die drauf fallen, wenn ich zu schnell jetzt falle? Wie ist das denn? Das wäre nicht so cool, wenn ich plötzlich auf die drauf falle. Aber so funktioniert das. Ach so, ich muss... Ah. Okay, ich hab's mir also. Ich muss wirklich schnell durch. Ich darf nicht stoppen.
Okay. Aber eigentlich muss ich nur rauf, runter, gar nichts drücken. Eigentlich ist es immer das Gleiche. So. Nein, runter. So. So. Ja, das ist easy. Okay, dann gibt's hier die drei Leben. Brauche ich nicht. Habe Schokono. Oh. Musik noch oder was? Okay. Cool. Cooles Level. So, bevor ich jetzt einschlafe in meinem Sitz, beende ich den Part. Ich hoffe, ich war nicht zu müde für euch und es war nicht asynchron. Weil am Anfang hat es ja nochmal neu geladen. Ich hoffe, das hat nichts verursacht, aber ich wollte jetzt einfach weiter aufnehmen. Ich hoffe, es hat gepasst. Wir haben Update 2. Wir haben uns hauptsächlich Zelda-Level angeguckt. Und werden jetzt in Zukunft halt diese Elemente auch in Dings-Leveln sehen. Ninja Speedrun, ich dachte erst, es gibt mehr Level, aber es gibt offensichtlich wirklich nur dann praktisch immer eins oder zwei oder keine Ahnung. Im Moment jedenfalls eines. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir werden jetzt immer wieder Level haben, wo natürlich die neuen Sachen drin sind automatisch. Ich kann mal kurz gucken, ob ihr schon irgendwas gebaut habt. Dann weiß ich das für die nächsten Parts, aber ich muss jetzt erstmal wieder aufhören. Okay. Das habe ich gar nicht gelesen. Oh. Wisst ihr, was das heißt? Man kann jetzt neue Musiklevel finden. Weil, wenn man Musiklevel gesucht hat, ne, dann war es ja so, dass man immer die alten halt bekommen hat. Wenn ich jetzt aber sage, erst die, die nur alle letzten 30 Tage waren, dann kriege ich da neue Musiklevel. Ja klar, kommt jetzt Section of Zelda. Oh, wir wünschen Merry Christmas, ist auch cool. Ja, da sind ein paar dabei, die auch schon immer da waren, aber auch ein paar, die neu sind. Wobei dann da natürlich wieder wahrscheinlich ein paar komische sind. Ich habe sie nach Beliebtheit sortiert. Ne? Das sind wahrscheinlich die guten oben. Dann finden wir noch irgendein schönes Lied ganz schnell. Irgendein schönes Lied. Schönes Lied zum Abschluss. Wir raten ein Lied. Ich weiß nicht, was das ist. Wir raten ein Lied. Das ist gut. 1:09. Wir raten ein Lied. Zum Abschluss raten wir ein Lied. Was ist das für ein Lied? Ach so. Ich dachte, ich muss nichts tun. What? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gerade nicht weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich will es gerade nicht weiterhören. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das klingt auch nicht schön. Okay, was ist das? Wir raten noch ein Lied. Vielleicht hat es jemand von euch erkannt, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Walk, okay. Oh, ich dachte schon, das ist so ein Skelett, so ein Pug, ne? Oh, das ist ja cool. Captain Binks. Da 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 da
Und so weiter. Oh, hier, One Piece. Ah, das war cool. Ich habe gerade gedacht, ich springe die Stacheln. Und da ist Brook. Ich hab schon gesagt, irgendwie so hat das, irgendwas hat das von Brook, ne? Ah, das war cool. Das war äußerst cool. Sehr schön, dann können wir ja Musiklevel, ne? Ein bisschen mehr nach Musiklevel suchen. Nicht grundsätzlich, aber immer so mal zum Abschluss vielleicht. Sehr cool, sehr coole Sache. Und dann kann ich da immer wieder sagen, hier, oh, warte, dann kann ich ja sogar sagen, ich möchte Musiklevel, die anspruchsvoll sind. Da muss halt schon ordentlich suchen, weil so viele gibt es da nicht, ne? Oh, Carol of the Bells. Okay, let's go. 9,81%. Das spielen wir noch. Das stelle ich mir cool vor. Das stelle ich mir cool vor. Jetzt werde ich wieder wacher. Ja. Oh Mist. Ich bin durch das Scrolling ist man so ein bisschen von der... Kann man so gar nicht so gut abschätzen, was los ist. Oh oh. Es reicht nicht. Ja, das habe ich befürchtet. Aber cool designt auch, ne? So weihnachtlich alles. Halt wissen, was wann wie kommt. Ja, schon cool. Schon cool gebaut. Oh mein Gott, der Weihnachtsbaum. Lul. Ah, das ist schon cool gemacht. Aber da oben ist noch ein Haken. Ich sehe den Haken. Ach, da war, glaube ich, der Stern drin, ne? Ja, da war der Stern drin. Okay. Sehr cool. Carol of the Bells. Also auf die Art und Weise ist jetzt die Suchfunktion tatsächlich brauchbarer, muss ich sagen. Das finde ich gut. Das ist jetzt fast schon eine Neuerung, mit der habe ich gar nicht, die wusste ich gar nicht, ne? Und. Ja, guck mal hier, ne? Jetzt haben wir hier nämlich lauter so Spiele, wo man aber auch selber was tun muss und nicht nur... Weißt du, was ich meine? Das ist dann schon wieder cool. Weil die hat man ja sonst einfach nicht gefunden. Weil du hast nach Beliebt und Musik gesucht. Und das war's halt. Ne? Und das war's halt dann einfach. Du hast nichts gefunden, weil es kam halt immer nur das beliebte Zeug, was einfach so zum Durchlaufen war. Oh, ist das gut. Komm, das spielen wir jetzt auch noch. Egal. Zu langsam. Tu es nicht an dein Mist. Ah. Okay, let's go. So viel dazu. Okay, let's go.
Es muss natürlich scrollen, dieses Level ist ja klar. Sonst funktioniert das mit der Musik ja nicht. Das heißt, ich kann hier nicht erwarten, dass es nicht scrollt. Es muss ein Scrolling-Level sein. Sonst funktioniert der ganze Quatsch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin viel zu weit hinten, glaube ich. Ah, nicht, jetzt geht's in die Röhre. Checkpoint. Oh yes, Checkpoint. Der Teil hat so gute Musik, ne? Das haben die... Das haben die voll schön gemacht. Voll schön. So spiele ich Musiklevel viel lieber. Zwar stirbt man dann halt zwischendurch mal und hat nicht das ganze Lied gehört. Aber das ist so viel besser, als wenn du einfach nur durchläufst und nichts machst. So hast du zumindest noch ein Erfolgserlebnis dabei, weil einfach nur ein Lied durchlaufen ist kein Erfolgserlebnis. Und jetzt geht's ab. Und nochmal in die andere Richtung. Mist. Okay, und nochmal von vorn. Der zweite Teil, dritte Teil. Ach nee, wir starten direkt mit... Nee, Quatsch. Wir müssen nochmal... Ja, wir müssen nochmal den ersten Teil machen. Oh, reicht das noch? Ja, reicht noch. Jetzt beim nächsten Mal geht es dann da oben rein, in die blaue Röhre. Oh boy, das ist ein Sprung. Okay. Der ist interessant. Von vorn. Das ist fast eine der besten Neuerungen. Also die Suchfunktion, hallo, ne? Muss ich ganz ehrlich, Mist. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade echt, finde ich gerade echt cool. Weil das ist ja was, was man immer mal wieder machen kann, ne? Weil du kriegst ja immer wieder neue Level innerhalb der letzten 30 Tage. Das war gar nicht im Trailer drin, dass sie die Suchfunktion verbessert haben. Das hätte mich... Das ist cool. Das ist jetzt eine schöne Überraschung gewesen, weil ich das wusste ich noch nicht. Come on! Warum bin ich denn so doof? Why am I so stupido? Stupido. Einfach nur stupido. So, jetzt haben wir den. Okay, jetzt muss ich hier aber ordentlich rüber. So. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun. Ach, da unten ist... Ah, verstanden. Das sind Stacheln und dann nicht mehr. Okay. Muss man erst einmal gecheckt haben. Wo kommen eigentlich die Goombas her? Die, ach so, die laden nicht, weil hier die On-Off-Blöcke drauf sind. Und wenn die On-Off-Blöcke aus sind, dann laden die Goombas auf den Blöcken. Ich verstehe. Jetzt sind die aus und jetzt laden die auf den Blöcken selber. Genau. Nein, nicht schon wieder. Sick. Sick. Ist jetzt natürlich, wäre es jetzt nochmal richtig dumm, wenn jetzt das Video tatsächlich asynchron wäre und wir die Musik haben. Wobei die Musik selbst ist dann ja nicht asynchron, es passt nur nicht zu den Sprüngen. Und zum Glück sind die Sprünge aber ja nicht an die Musik angepasst. Das wäre dann noch das Ultimative, dass man wirklich zum Rhythmus der Musik auch noch springt. Aber so ist es halt schon cool, weil du einfach andere Hintergrundmusik hast. Ne? Okay, das war... Nein! Ich bin so doof. Oh, der Tod ärgert mich jetzt ja schon wieder hier. Das war ja ein selten dämlicher Tod gerade. Ei.
Ei. Uff. Oh, das war knapp. Ich dachte, verhau das. Aber ich hab's nicht verhauen. So, und jetzt den verhau ich auch nicht mehr. Ich spring richtig hoch und gehe da oben rein. Yes, na endlich. Gott, das hat länger gedauert, als es musste. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, großer Fan. Großer Fan. So, jetzt gucken wir noch ganz kurz, was ich sowieso schon gucken wollte. Nämlich, ob was Neues gebaut wurde. So. Ja, ein bisschen was ist passiert. Übrigens, Boosbo hat mich auch angeschrieben. Der hat meine Videos zufällig entdeckt. Der hat das also mitbekommen, dass ich sein Zeug gespielt habe. Finde ich interessant. Spielen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, was uns alles hier erwartet. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Viel Spaß, Quatsch. Danke fürs Zuschauen. Gott, ich bin so lost gerade. Es ist furchtbar. Danke fürs Zuschauen und tschüss.